Amy Green ist für die TU Berlin im Einsatz, vermisst öffentliche Plätze, an denen sich viele Raucher aufhalten, wie zum Beispiel an Bahnhöfen. Für eine Studie sammelt sie weggeworfene Zigarettenkippen. Amy Green erforscht, wie schnell sich toxische Stoffe wie Nikotin aus den Stummeln herauslösen. Nur auf diesem Vorplatz sind wahrscheinlich Tausende von Kippen und die fallen jeden Tag an. Und man kann davon ausgehen, dass jedes Mal, dass es regnet, dass ein von diesem Platz hier auf jeden Fall eine relativ hohe Konzentration von Nikotin dann freigesetzt wird. Etwa 5,6 Billionen Zigaretten werden jährlich geraucht. 4,5 Billionen davon landen als Kippe in der Natur, auf der Straße oder in Gullis und so in der Kanalisation. Im Klärwerk können die dafür vorgesehenen Mikroben das Nikotin und andere Giftstoffe nicht zu 100% abbauen. Dazu kommt das Problem mit den kleinen Zigarettenfiltern. Sie rutschen zum Großteil durch die sogenannte Rechenanlage und müssen aufwendig mit kleineren Sieben herausgefiltert werden. Die Stummel sollten nicht in den Wasserkreislauf gelangen, denn in den Kippen sind über 4000 Chemikalien enthalten. Darunter Arsen, gefährliche Schwermetalle wie Blei, Kupfer, Chrom und Cadmium. Direkt auf Lebewesen und Pflanzen wirkt vor allem das Nikotin. Nikotin ist ein sehr starkes Nervengift. Vorher wurde es benutzt in der Landwirtschaft so als Pestizide, weil es einfach sehr gut ist, um kleine Tieren zu töten. Wie stark das Nervengift Nikotin wirkt, zeigt ein Versuch aus Kalifornien. Hier setzt man junge Regenbogenforellen einer Nikotinlösung von 10 Zigarettenkippen auf 4 Litern Wasser aus. Schon nach wenigen Sekunden reagieren die Fische. Sie scheinen wie gelähmt. Einige spucken aus, drehen sich bäuchlings. Die Tiere erleiden einen Nervenschock aufgrund der Vergiftung. Nach ein paar Minuten erholen sich die Fische wieder von dem Schock. Aber der Schein trügt. Setzt man sie dieser Nikotinlösung über mehrere Tage aus, beträgt die Todesrate etwa 50%. Die Forscher in den USA haben die kontaminierten Fische anschließend untersucht und dabei Folgendes festgestellt. Wir stießen auf Nervengifte, die natürlicherweise im Tabak und im Qualm enthalten sind. Diese Gifte sind auch in der Wasserlösung aus den Zigarettenfiltern zu finden. Aber was viel wichtiger ist, einige dieser Alkaloide finden wir in hoher Konzentration in dem Fisch selbst. Das bedeutet, wenn wir den Fisch essen, sind auch wir Menschen diesen Chemikalien ausgesetzt. Bei diesem Versuch wurde die Nikotinlösung künstlich hergestellt. Doch wie viel Nikotin gelangt auf natürlichem Wege in die Umwelt? Um das herauszufinden, produziert Amy Green mit einer sogenannten Abrauchmaschine normierte Kippen, die 3,7 cm lang sind. Das entspricht der Durchschnittslänge eines weggeworfenen Stummels. Diese extra angefertigten Kippen braucht sie, weil ihre auf der Straße gesammelten bereits ausgewaschen sind. Dann setzt sie die so erzeugten Stummel künstlichen Regengüssen aus und analysiert anschließend das aufgefangene Wasser. Das Ergebnis? Pro Kippe gelangen durchschnittlich 2 Milligramm Nikotin in die Umwelt. Bei manchen waren es sogar bis zu 6 Milligramm. Dabei sind laut EU Tabakabfälle mit 0,5 Milligramm Nikotin schon als gefährlich einzustufen. Was wir gefunden haben, das Nikotin löst sich sehr schnell. Nikotin ist sehr wasserlöslich und es löst sich sehr schnell. Die ersten zwei Regen-Events kommt 60% von dem Nikotin raus. Nur 30 Minuten dauert es, bis ein Großteil des Nikotins aus der Kippe herausgewaschen ist und seine giftige Wirkung im Wasser entfaltet.